in diese zweite Runde brachte. Gregor Hahner dann wieder zurück in die Startaufstellung mit der Nummer 2, mit der Nummer 4, Rico Niederlein. Die 6, unser Kapitän Alexander Preissiger. Dann mit der Nummer 11, ich sagte es, für Christian Heinrich heute André Czobot im Spiel, weil Heine kurzfristig ausfällt. Die 13, Nico Opitz. Die 15, Nico Fuchs. Die 16, Markus Zillig. 17, Philipp Opitz. 18, Daniel Vogtberg. Und die 19 trägt Stefan Haase im Prinzip. Außer Hanat und Czobi, die gleiche Ausstellung unseres DSC, die wir auch beim Ligaspiel bei der Post hatten. Und an das erinnere ich unsere Fans zu Hause nicht wirklich gerne. 1:5 das letzte Spiel. Mal sehen, ob unsere Jungs sich heute rehabilitieren. Ich bin guter Dinge, muss ich euch sagen. Boris Lucic lässt heute ein 3-4-3-System spielen. Das heißt, mit zwei hängenden Spitzen war es zumindest so vorgesehen. Dann eben eigentlich der Heino vorne gedacht, aber Czobi wird das schon machen, da bin ich ganz sicher jetzt. Und dann begrüßen wir die beiden Teams. Also, liebe Fernsehzuschauer, nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein bisschen mehr berichte, als nötig ist, denn wir sind vom Radio, vom Fan-Webradio heute auch wieder live mit dabei. Der DSC in den Traditionsdresses, rote Shirts, schwarze Hosen, schwarze Stutzen. Der Königswarter SV ganz in Weiß. Und da sehen wir dann auch schon die beiden Teams aufgereiht. Und in der Mitte einige Schiedsrichter in einem wunderschönen gelben Shirt, schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen, so wie sich das hier in Sachsen ja auch fast gehört. Die Schiedsrichter mit Namen dann Daniel Modell aus Strawalde und an den Linien die Assistenten Sebastian Runge. Und ja, nicht wundern, da ist auch eine Dame mit dabei, eine Linda Gundel. Beide kommen aus Görlitz. Wünschen wir denen auch ein gutes Spielchen. So, und dann gibt es also einen Seitenwechsel noch. Der DSC für die Radio-Zuschauer wird in der ersten Halbzeit von der Haupttribüne aus gesehen von links nach rechts spielen. Und ich bin sehr gespannt. Im Forum und auch bei den DSC-Fans ist man sich nicht ganz sicher, was hier heute passieren wird. Gerade nach dem durchwachsenen Start in der Liga sind wir alle so ein bisschen neugierig. Wie wird unsere Mannschaft heute darauf reagieren? Zu Hause gab es ein noch munter, fröhliches 2:2 gegen Kuhne-Weide in der letzten Sekunde rausgeschossen noch durch Nikolaus Kuhn, der heute leider auch nicht dabei sein kann. Auch er hat kurzfristig passen müssen. Vielleicht hört er uns ja jetzt über den Umweg zu. Schöne Grüße, Nico. Wir vermissen dich schon jetzt. Und ja, dann gab es das 1:5, die Klatsche beim Post-SV Dresden an der Hebbelstraße letzten Sonntag. Mal schauen. Das wird heute besser funktionieren. Da bin ich ganz, ganz sicher. Anstoß wird haben der KSV. Und da stehen dann auch schon zwei Spieler. Ron Schuster auf jeden Fall jetzt mit Ball unter der Sohle. Und Schiedsrichter Modell hat das Spiel freigegeben. Liebe Radiozuhörer, ich werde heute nicht ganz so viel kommentieren, nicht wundern, denn wir wollen im Fernsehen natürlich auch die Bilder mal sprechen lassen und ich will nicht rumnerven hier, sondern für euch einfach ein paar schöne Infos am Rande dann immer haben. Aber ihr seid trotzdem live jetzt mit dabei. Ja, die Wege hier im Hain-Steyer-Stadion sind weit, man sieht's. Da muss dann auch erstmal der Ball von ganz hinten wieder organisiert werden. Martin Gruhle ist da gerade auf dem Weg ans andere Ende des Stadions. Zuschauerbesuch hier leider im Stadion nicht ganz so gut, wie wir uns das vom DSC erhofft hatten. Hoffen wir mal und drücken wir mal die Daumen. Vielleicht kriegen wir noch die 200 Zuschauer hier heute hier zusammen. Einwurf jetzt also Toni Kunzel. Ja, da geht der DSC da gut dazwischen. Wie bitte? Du, ich nehme nachher auch ein Bierchen. Lass mal stehen. Dankeschön. Ich werde hier verwöhnt. Das ist ja toll. Danke. Hat der Ball das erste Mal zumindest schon mal im Strafraum des KSV, aber Dennis Stütz hat da kein Thema, kein Problem, jetzt erstmal wieder das Spiel offen zu gestalten. Moritz von Galen übrigens auch wieder zurück aus dem Urlaub. Gesund und munter, da freut man sich ja auch immer drüber. Vielleicht kommt er in der zweiten Hälfte ja wieder. Er hat uns mit seinem schönen Kopfballtor kurz vor Schluss, 5 Minuten vor Schluss gegen Laubegast, ja erst in die Verlängerung beim Spiel der ersten Runde gebracht.
Jetzt einmal schöner Versuch über die linke Seite. Das ist Opetz dort. Ball weiter gesteckt. Hat da doch nochmal zurückspielen müssen. Guter Einsatz auch von Gregor Hahnert. Aber dann kommen sie trotzdem da nicht weiter. Und der KSV kann sich schnell über die rechte Seite einmal befreien. Und dann geht der Ball holler auf unsere baufällige Holztribüne rüber. Ja, da gibt es einen, ich denke mal, den nächsten Ball, bevor der da organisiert wurde. Gestern ja auch schon eine spannende Übertragung, wer es nicht sehen konnte, auf 8Sport bzw. Leipzig Fernsehen. Da spielte Chemie Leipzig gegen die BSC Freiburg 2:3 und Freiburg 3 rote Karten gekriegt. Meine Güte, war das ein Spielchen. Am Ende mit 8 Mann, mit Mann und Maus verteidigt. Achtung, der Ball kommt jetzt in die Nähe des Strafraums, zumindest schon mal vom DSC. Aber dann doch ein bisschen zu weit, und so, dass der DSC jetzt einwerfen kann. Schnell ausgeführt mit Stefan Hase. Chobby sofort verlängert auf Philipp Opitz hier. Da muss ich beeilen und das schafft er nicht ganz vor der Seitenauslinie. Aber ein schöner, schneller Versuch mal wieder vom Dresdner Sportclub, hier den Raum schnell zu überbrücken. Der Saisonstart, ich hatte ihn vom DSC angesprochen, für die Königswartha dann wesentlich erfreulicher. Am ersten Spieltag in der Liga gab es ein gutes 1:1 bei Weixdorf. Da hat man sogar geführt. Ehe in der 55. Minute dann der Ausgleich fiel. Und am zweiten Spieltag ein gutes 3:1 gegen Eintracht Nieski. Da lag man zur Halbzeit allerdings 1:0 hinten. Ja, und alles zusammen bringt aktuell einen dritten Tabellenplatz. Der DSC hingegen ist Vorletzter. Schön aufgepasst von Rico Niederlein jetzt. Hase sieht André Czobot, der wieder auf Philipp Opitz, das zweite Mal jetzt innerhalb von einer Minute diese Situation. Rübergepasst, Gregor Hahnert nimmt das und dann zielt darüber. Fantastische Situation in der vierten Spielminute. Aber auffallend hier wirklich die gleiche Situation wie eben schon 60 Sekunden vorher, als Czobi wieder auf Philipp Opitz bediente. Eine gute Flanke rein und Gregor Hahnert. Ja, da musste er natürlich auch den Ball aus einer sehr unmöglichen Situation fast aufs Tor bringen. Das sah aber trotzdem gar nicht so schlecht aus. Abschluss von Daniele Reiche. Ja, und dann bekommen sie Einwurf. Toni Kunze wird den Ball wieder reinbringen. 20 Jahre alt, neu gekommen von der zweiten Mannschaft von Bodissa Bautzen. André Czobot, da will er wieder das schnell machen, schnell auf Gregor Hahnert spielen. Der heute wesentlich weiter vorne spielt, sonst eher auf der Außenseite zu finden. Der KSV mit einem langen Ball über Suchi. Die Linie entlang, aber dann passen wir da sehr gut auf hinten. Unser alter Abwehr-Hauding. Einen langen Ball auf die linke Seite, wo Alex Preissiger dann allerdings seine Mühe hatte. Auffallend in den ersten beiden Spielen. Ich hoffe, das wird heute nicht wieder passieren. Der DSC relativ einfallslos im Angriffsaufbau. Zu viele lange Bälle, wo dann allerdings einfach ungenau auch gespielt wird. Das ging in der Stadtoberliga, wo der DSC letzte Saison noch gespielt hat. In der Bezirksliga Ost sieht das schon anders aus. Das ist ein anderes Kaliber einfach. Deswegen freuen wir uns vom Sportclub, heute gegen den KSV zu spielen. Wir lernen noch davon. Sehr schöner Ball. Jetzt wieder auf Gregor Hahnert. Der bringt den Ball in den Strafraum. Philipp Opitz! Ein Meter knapp unten rechts am Ball am Tor vorbei. Super Aktion. Sechste Spielminute, zweite Chance für den Dresdner Sportclub. Aber auch wieder gut dran beteiligt Gregor Hahnert, der diesmal auf der rechten Seite zu finden war. Und alleine jetzt hat sich ja schon seine Rückkehr in die Startformation ausgezahlt gemacht. Gregor Hahnert fiel mir allerdings im Spiel gegen Kuhnewalde als, sagen wir mal, etwas nervös auf. Das ist heute anscheinend sehr viel anders. Prima, und die Fans vom DSC
Machen auch wieder gut Stimmung hier, die treue Fangemeinschaft vom Sportclub. Es ist ein bisschen windig hier, vielleicht hört ihr den Wind. Ich habe mir wieder ein sehr schönes, gemütliches Plätzchen hier fast an der Seitenlinie organisiert. Da pfeift es mitunter ein bisschen. Ja, Daniel Fockbär, da zieht er in die Mitte rein, schießt dann einfach mal aufs Tor, warum nicht? Ja, und Danilo Reiche, ich will nicht sagen, dass er da Mühe hatte, aber er muss zumindest nachfassen. Ich weiß noch nie, wann ich drauf bin, das ist das Problem. Heute übrigens ein Gewinnspiel dabei. Ich habe mir überlegt, für alle, die genau zuhören während der Übertragung, wird es eine ganz einfache Frage sein. Es kommt im Laufe der Übertragung heute eine Frage von mir. Passt einfach gut auf, was ich so alles erzählen werde. Zu gewinnen gibt es, das sage ich auch jetzt schon mal an dieser Stelle gerne, dreimal, also je eine Hörbuch-CD von DSC Webradio. Und zwar habe ich mir erlaubt, die letzte Saison noch einmal Revue passieren zu lassen, das Ganze in Hörbuchform. Die Straßenbahn-Oberliga Dresden. Also, eine MP3-CD gibt es zu gewinnen heute, im Wert von 5 Euro. 3 davon habe ich zur Verfügung. Passt einfach schön auf, was ich erzähle heute. Von Nico Opitz, allerdings dann wieder in die Beine von Dennis Stütz. Ja, bis jetzt die Angriffsaktion vom KSV noch etwas unsortiert. Da ist wieder Gregor Hanert. Achtung, will jetzt Schobby bedienen. Und dann ist da gerade noch im letzten Moment Robert Suchi und klärt zur Ecke. Eckball für den Dresdner Sportclub in der 10. Spielminute dann. Also das ist das Angriffsbemühen vom Sportclub doch wesentlich aufgeräumter heute. Schnelles Spiel, geradlinig nach vorne, auch genau. Und das zeigt sich jetzt in der Chancen-Herausspielung schon mal. Jetzt der erste Eckball für den DSC, vielleicht die dritte Chance jetzt, mal gucken. Also Philipp Opitz von links bringt den Ball gut in den Strafraum, genau auf den Kopf von Alex Preis. Und Rico Niederlein! Zehnte Minute, 1:0. Da freut sich die DSC-Fangemeinde, sehr schön. Frühe Führung des Dresdner Sportclub, 10. Minute nach einem Eckball von Philipp Opitz und einer Verlängerung sozusagen oder Vorlage dann von Alex Preissiger trifft Rico Niederlein. Und wir sagen ja scherzhalber hier schon beim Dresdner SC, hier werden keine Stempel, keine Eintragungen mehr ins Mutti-Buch gemacht, sondern hier wird alles in Niederleins gewertet. Auch jetzt wieder gute Aktion, Chobby ist schon wieder da. Im Strafraum legt noch mal quer rüber auf den Elfmeterpunkt gezielt, aber da war dann doch keiner mehr vom Sportclub. Also das sieht sehr gut aus in der ersten Viertelstunde hier. Da können wir DSC ja zufrieden sein. Der DSC ja in dieser Saison mit einem Spiel mehr, was den Pokal angeht, den Wernesgrüner Pokal Sachsen, haben die Ausscheidungsrunde mitspielen müssen. Gegen Großpostwitz-Kirschau gab es hier ein locker flockiges 5:3. Und dann habe ich euch ja schon erzählt, gegen Laubegast nach Elfmeterschießen. Als wir in der Verlängerung dummerweise 0:1 zurücklagen, hat 5 Minuten vor Ende der Verlängerung Moritz von Galen den Ausgleich geköpft und dann das Elfmeterschießen. Da unser Held André Kasischke hat uns dann diese zweite Runde gebracht. Beim KSV interessant, diese erste Runde, die letzte erste Runde besser gesagt, hat man beim FSV Neusalza Spremberg mit 7:1 gewonnen.
Und genau das gleiche Spiel gab es letzte Saison auch, allerdings dort in der zweiten Runde. Da hatte man noch 4-1 verloren. Die Ausscheidungsrunde mussten die Sportkameraden aus Königswartha diese Saison nicht spielen. Da hatte man freilos. Ja, und ihr seht, der DSC ist da dran. Gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Zweiter Eckball für den Dresdner Sportclub, diesmal von der rechten Seite. Wieder Philipp Opitz. Diesmal flach. André Czobot nimmt den Ball an und schießt dann drauf. Das sah optisch erstmal gut aus, aber da war natürlich ein bisschen weit unter den Ball gekommen. Der Ball steigt für die Radiohörer jetzt mal gesagt, vielleicht so 10 Meter übers Tor. Guter Versuch, da bleibe ich aber bei. Der KSV jetzt hinten. Erstmal mit langsamem Versuch eines Aufbaus, aber da ist der DSC schon an der Mittellinie wieder gut dazwischen gegangen. Zurück auf Nico Fuchs, der ganz links hinten heute spielt. Rico Niederlein jetzt am Ball, der Torschütze. Markus Zillig. Und wieder gut aufgepasst von Rico Niederlein. Sofort auch weitergespielt, allerdings diesmal genau in die Beine von Robert Suchy. Ja, dann wollen sie auch mal einen langen Ball in den Strafraum des DSC spielen, warum nicht? Ja, da müssen sie raufgehen. Das sind so die brenzligen Situationen, wo mir immer schwarz vor Augen wird, wenn man einfach nur sich in den Weg stellt und nicht auf den Ball drauf geht, auf den Gegner. Foulspiel hier an Philipp Opitz. Kriegt einen Freistoß. Und das Foul von Martin Falland. Ja, für die Fernsehzuschauer zu Hause, Abseitspositionen dürften heute wieder ganz gut zu sehen sein, denn unser Rasen ist gut bemalt hier im Heinz-Steyer-Stadion. Wir haben nämlich die Monarchs, die Dresden Monarchs im American Football gespielt, haben gewonnen. Aber kleiner Tipp an die Monarchs oder eine Bitte, eine ganz lieb gemeinte, malt doch das nächste Mal einfach die weißen Linien wieder weg mit grüner Farbe drüber. Also Freistoß, Nico Fuchs. Bei Mannmauer stellt der KSV. Freistoß freigegeben, kommt auf den langen Pfosten. Ja, und dann faustet erstmal Danilo Reiche raus. Und da hat Daniel Modell, der Schiedsrichter aus Strawalde, einen Foul gesehen. Freistoß also für den Gast aus Königswartha. Auch schön zurückgelegt. Achtung, der KSV da jetzt mit Ronald Wiechmann. Auf den Mann müssen wir wirklich aufpassen. Bester Torschütze letzte Saison. Diese Saison auch, wie gesagt, schon zweimal geknipst. Und dann wieder Philipp Opitz mit großen Schritten durchs Mittelfeld. Zieht er zwei, drei Gegner auf sich, dann müsste der passen. Jetzt natürlich mal in die Spitze kommen auf Jobby. Kam aber nicht mehr zu. Und das einzig Richtige, raus mit dem Ball, Neuaufbau beim KSV. Wieder Opitz dazwischen, ja, ja. Und das wurde dann gepfiffen, bisschen zu hart gegen Falanta gegangen. In der Vorbereitung der KSV gar nicht so schlecht. Es gab als allererstes Spiel gegen Stahl Riesa allerdings ein 1:8. Aber dann wurden die Ergebnisse immer besser. 0-0 gegen Zittau, 3-2 gegen Bischofswerda und dann ja das 7:1 im Pokal in der ersten Runde. 8:0 dann noch in Wittichenau gewonnen. Und das brachte dann schlussendlich einen guten Saisonstart. Der
DSC jetzt mit ruhigem Aufbau erstmal hinten. Rico Niederlein mit einem langen Ball. War ja schon fast ein Muss. Und wieder das Spiel Chobot auf Philipp Opitz. Jetzt bringt er den Ball allerdings zu weit rüber. Der sollte sicherlich auf Gregor Hanata kommen. Also 1:0. 17 Minuten sind jetzt gleich gespielt hier im Heinz-Steyer-Stadion in der Dresdner Friedrichstadt beim Zweitrundenspiel des Wernesgrüner Pokals Sachsen. 1:0, Torschütze Rico Niederlein in der 10. Minute. Wir sind heute live im Dresden-Fernsehen zu bewundern, auf dem Stream, im Nachgang dann auf 8Sport. Und live auch über das DSC-Webradio. Wir sind das Fanradio vom Dresdner Sportclub, übertragen alle Spiele live, komplett und kostenlos. Und wer mal mehr darüber uns wissen möchte, der klickt doch einfach bitte mal auf unsere Homepage. Die erreicht ihr über www.radio.dresdner-sc.de. Wir haben auch einen Twitter-Account. Den erreicht ihr über DSC-Webradio. Facebook kriegt ihr über unsere Homepage. Also alles dabei. Und Einwurf jetzt für die Königswarta. Dennis stützt dort, spielt den Ball weiter. Und der DSC passt da gut auf aktuell. Fans sind zufrieden. Ja, da seht ihr unsere treue Gemeinde. Auffallend heute auch Boris Lucic wieder gut mit dabei, unterstützt sein Team. Ja, und Kasischke da mit Mühe erstmal den Ball rausgebracht aus dem Strafraum. Aufgefallen seine doch sehr fragwürdigen Abschläge, Abstöße manchmal bei der Post. Die hat dann teilweise nachher Markus Zillig schon übernommen. Also gute Reaktion hat André Kasischke, aber in der Ballbehandlung, wie heißt es so schön, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber jetzt, ihr seht, hat er den Ball gut gefangen. Und wieder Gregor Hanert. Schön den Ball angenommen, einmal um die eigene Achse gedreht, dann bleibt er allerdings doch hängen. Das fand Boris Lucic hier auch gerade nicht gut, dreht sich entnervt um. Aber da holen wir uns den Ball gut zurück. Ja, ja, aber diesmal der KSV dann auch schön aufgepasst. Und gut geklärt am Ende von Markus Zillig. War im Aus. Da gibt es Abstoß vom Tor von André Kasischke. Keine Gefahr fürs DSC-Tor. Bleibt hier beim 1:0. Und ich bleibe dabei. Ein guter Beginn unseres Sportclub, der nach vorne wirklich gut agiert. Hinten finde ich gar nicht ja, weit vom Gegner weg ist, sondern immer schön dann auch attackiert. Das haben wir uns da festgelaufen vorne. Aber dann klärt Daniel Vogtberg die Situation gleich wieder gut. Daniel Vogtberg, ganz überraschend für mich persönlich jetzt in dieser Saison, schon zweimaliger Torschütze. Und Alex Preissiger schießt dort
den Gegenspieler an, sodass wir einen Einwurf bekommen. Das war abgeklärt gemacht. Ja, in der dritten Runde könnten beide Teams auf die Großen im Pokal schon treffen. Denn Freilose zum Beispiel, auch in dieser Runde noch für Lok Leipzig, für den Chemnitzer FC, FSV Zwickau. Schöne Grüße übrigens zum Rot-Weißen, der uns vielleicht jetzt auch gerade zuschaut oder zuhört. Rasenballsport Leipzig hat ein Freilos, VfC Plauen oder auch der VfB Auerbach. Mensch, das wäre ein Knaller. Das gilt für den DSC, aber auch für den KSV. Und so viele Dresdner Vereine übrigens aktuell auch nicht mehr in der zweiten Runde vom Sachsenpokal vertreten. Zeitgleich jetzt gerade noch ein Spiel in Weixdorf. Die SGE spielt dort gegen den Hoyerswerda SV. Und Borea Dresden spielt gegen Borussia Bautzen. Auch zeitgleich jetzt 15 Uhr. Nico Opitz. Oh, der DSC über hinten jetzt, über Rico Niederlein. Sieht dort Stefan Hase schön gestartet, nimmt den Ball an. Ja, bleibt dann allerdings da nach seinem Schuss hängen. Ich glaube, da hat er sogar mit seinem Schienbein den Gegner getroffen, den Martin Falland. Drüber halten, ja. Ja, und dann darf auch unsere neue Physiotherapeutin hier einmal den Platz betreten, der DSC. Jetzt ja auch in der Sparte gut vertreten. Das wird sicherlich gleich weitergehen. Stefan Hase wird hoffentlich weitermachen können. So, einmal rausgehen, sagt Schiedsrichter Modell. Und weiter geht's mit Einwurf durch Philipp Opitz. Auf Gregor Hanert, wieder zurück auf Opitz. Flanke, ah, da ist er abgerutscht. Da wollte er einen Nico Opitz bedienen. Daniel Fockberg gelingt es auch nicht, an Ball zu kommen. Ja, und dann Foulspiel, das war taktisch bedingt, logisch. Denn da mussten wir jetzt aufpassen, unsere Abwehrspieler zurückzuziehen. Gregor Hanert mit dem taktischen Foul. Aufpassen da hinten. Und das gibt Abstoß vom Tor vom DSC. So, Hase wird jetzt wieder weitermachen können. Geht jetzt an die Mittellinie, damit er reinkommt. Lief noch nicht ganz rund. Aber ich denke, das wird sich gleich wieder eingeölt haben. Und wieder Nico Opitz. Schön den Ball gleich auf den Boden zurückgebracht. Und Gegentor müsste schnell gehen, genau. Ja, sehr steil jetzt gedacht. Auf Philipp Opitz gespielt. Aber da ist selbst der schnelle Philipp nicht rangekommen. Also bleibt beim 1:0 hier. Nach 26 Minuten jetzt für den Dresdner SC. Torschütze Rico Niederlein. Ich sag's ein paar Mal für die, die vielleicht ein bisschen später dazugekommen sind heute. Ja, der KSV jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Das war in den ersten 10 Minuten bei weitem nicht so. Jetzt setzen sie sich auch ruhig mal in der DSC-Hälfte fest. Einwurf von Martin Gruhle.
Dann springt der Ball hier wieder zu weit weg, aber Falland macht das gut. Mit gutem Einsatz ruht den Ball noch vorm Seiten aus. Und der DSC mit Stefan Hase. Ach, elegant umspielt er da seine Gegner. Meine Güte. Klasse. Und sofort weitergespielt. Wieder Philipp Opitz. Da hat sich Chobby in der Mitte freigelaufen. Hätte der letzte Pass jetzt noch, wäre der gekommen, dann wäre es eine grandiose Chance geworden. Einwurf auf jeden Fall für die Gäste aus Königswarter. Auch an die. Schöne, schöne Grüße aus dem Heinz-Steier-Stadion in Dresden für die, die uns jetzt zuschauen, zuhören dort. Toll, dass ihr Dresden-Fernsehen oder auch das DSC-Webradio anmacht. Langer Ball. Schön aufgepasst von Niederlein. Der dort solche Situationen meistens ganz gut antizipieren kann. Trotzdem auch immer selbstkritisch ist. Also nach dem Spiel hier gegen Kuhnewalde war er selber mit sich nicht richtig zufrieden. Ja, da geht Stefan Hase auf Nummer sicher, ne? Auf jeden Fall der DSC-Spieler. Ich kann den Bildschirm wieder nicht gut erkennen, ihr Lieben zu Hause. Es ist ja sonnig in Dresden. Und ich sitze weit weg. Also verzeiht mir, wenn ich das ein oder andere Mal den einen oder anderen Spieler nicht sauber erkenne. Eckball auf jeden Fall für den Königswarter Sportverein. Von der rechten Seite. Kommt rein, allerdings auf den Kopf eines DSC-Spielers. Dann ja, müssen wir im zweiten Versuch nochmal klären und dann schieben wir den Ball jetzt hoch erstmal raus hier auf die linke Seite. Einwurf wieder für unsere Gäste. Ja, da hat natürlich Diego Sende den Ball unsauber weitergespielt auf Falland, der Mühe hatte dann. Aber der DSC kann da nicht draus profitieren. Fuchs geht da wieder gut rein und drauf. Oh ja, dann spielt er den Ball, bekommt er den Ball in den Rücken gespielt. Langer Ball von Alex Preissiger. Prima. Und jetzt Einwurf für den DSC. Hat sich Fochberg freigelaufen, läuft bis zur Torauslinie, bringt den Ball dann. Ja, zumindest wollte er das in den 5-Meter-Raum rein. Aber der Ball schon hinter das Tor gerutscht. Abstoß vom Tor von Danilo Reichel. Also der DSC aktuell nur noch mit vereinzelten Situationen, die schnell vorgetragen sind, erfolgreich. Der KSV mehr Ballbesitz jetzt aktuell. Das ist das Fazit nach einer guten halben Stunde jetzt hier. Am Tag des offenen Denkmals, und da passt auch unser Stadion einfach dazu. Ja, da ging Chobot wieder gut drauf. Und Dennis Stütz passt ja da mal lieber einmal mehr auf. Jetzt ist Platz im Mittelfeld gewesen, langer Ball dann. Toni Kunze, wenn ich es richtig gesehen habe, noch vor der Torauslinie den Ball gekriegt, zurückgelegt, flankt jetzt in den Strafraum, allerdings zu ungenau. Da muss dann Sebastian Grasse weit hinterherlaufen, fast bis zur rechten Eckfahne. Hat in dieser Saison übrigens auch schon einmal getroffen. Jetzt nochmal der Flankenversuch. Ja, und dann gibt es da harten Einsatz von beiden, aber Abstoß vom Tor des Dresdner Sportclub. Für die DSC-Fans übrigens jetzt schon mal erwähnt, das nächste Heimspiel ist eigentlich vorgesehen am nächsten Samstag, das ist der 15.09. gegen den FSV Oderwitz 02. Gibt da allerdings aktuell die Information, dass das Spiel hier an dem Tag vermutlich nicht stattfinden kann oder ganz sicher sogar, weil unser Stadion besetzt ist.
Es wird jetzt an mehreren Ideen gewerkelt, an einem Ausweichtermin oder sogar an einer Drehung des Spiels. Also erkundigt euch doch bitte, liebe DSC-Fans, im Laufe der Tage jetzt, was da genau mit dem Spiel gegen Uderwitz passieren wird. Am Montag, so hat mir Sportdirektor Stefan Steglich noch vom Spiel verraten, am Montag wird es zu 100% eine Entscheidung darüber geben. Da ist auch der Sächsische Fußballverband dann beteiligt. Also wie gesagt, Informationen dann auch über unsere Radioseite zum nächsten Heimspiel gegen Uderwitz. So, und dann wollen wir doch auch mal wieder die nächste Chance haben, oder ihr Lieben zu Hause an den Fernseh- und Radioempfangsgeräten. Philipp Opitz, jetzt bietet sich hier wieder Stefan Hasek ganz rechts an, bekommt den Ball aber noch nicht, weil Opitz hängen bleibt. Dann der Versuch eines schnellen Gegenzugs über Ronald Wichmann, passt den Ball da rechts raus jetzt. Jetzt müsste der Flankenball kommen und dann geht ein DSC-Spieler zu Boden und das dürfte, jawohl, Abstoß oder sogar Freistoß für den Dresdner Sportclub geben. Keine gelbe Karte, nichts dafür. Hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass das den gelben Karton mindestens gibt. Ja, der Pokal, der Sachsenpokal, wie er ja ursprünglich heißt, für den DSC früher durchaus ein gutes Pflaster. Wir waren schon zweimal, man höre und staune, im Finale. Das war 1993, da gab es ein 0:2 gegen den FC Sachsen Leipzig. Und 1997 in Chemnitz gegen den Chemnitzer FC ein 0:3. Aber wer hätte das für möglich gehalten, ne? Unser Pokalheld André Kasuschke, heute ja wieder im Kasten. Das hat auch einen einfachen Grund übrigens, denn Nils Remwold, unser, ja, ich sag mal so, neuer Stammkeeper. Achtung, schön dabei jetzt. Gregor Hannert mit der Riesenchance. Na, neue Chance von André Troppert. 2:0. André Troppert, nachdem dort Gregor Hannert den Ball im ersten Versuch nicht ins Tor unterbrachte, macht das unser Chobby. 35. Spielminute, 2:0. Na, das sieht doch gut aus. Dann können die Großen ja kommen hier ins Heinz-Steyer-Stadion, gell? Ja. Ja, ne? Hochverdient, sagt Energy. Also, das ist doch schon mal schön, da freuen wir uns. Genau, unser Chobby macht es in der 35. Minute. Ich wollte meinen Gedanken zu Ende bringen. André Kasuschke, unser Pokalheld vom Spiel gegen Laubegast, ja wieder im Kasten. Eigentlich, so war es zumindest vor der Saison gedacht, vielleicht so die Torwart Nummer 3, Torwart Nummer 4. Unser Nils Remwold, der wird jetzt am Dienstag wieder in das Training einsteigen übrigens. War ein paar Tage im Urlaub, wird jetzt aber dann hoffentlich dann auch bald wieder mit dabei sein. Und sich beweisen können. Jan Becke übrigens, für die DSC-Fans auch ganz spannend, der Torwart unserer zweiten Mannschaft, ist heute ins Krankenhaus gekommen. Ganz genaues weiß ich da nicht, will ich auch jetzt nicht über die Medien hier sagen, was da los ist, ich weiß es halt nicht, aber ich mir wünsche ihm schnelle Genesung, lieber Jan. Also, Freistoß für den KSV jetzt. Und jetzt sollten sie auch zurückschießen langsam. Das, der Anschlusstreffer wäre jetzt für unsere Gäste nicht unwichtig. Kommt aber auch wieder zu nah vor das Tor. Und dann klären wir da mit vereinten Kräften. Aber da steht nicht nur der Schiedsrichterassistent im Weg, sondern hier auch Trainergespann und noch einige Spieler. Ich konnte es nicht genau erkennen. Eckball
für den KSV. Wenn ich mich nicht verzählt habe, der zweite. Und die Fans, die singen sich hier schon in Fahrt langsam, die träumen schon vom Pokalfinale. Holla. Eckball kommt. Auch gut auf den zweiten Pfosten, sehr nah vors Tor. Da haben wir Mühe, den Ball erstmal rauszuklären, aber mit vereinten Kräften gelingt. Ah, Nico Opitz. Schafft es da nicht ganz, sich durchzusetzen. Ja, Markus Zillig war für diesen Ball ein bisschen zu klein, aber gut gegangen. Kasisch gelegt ab auf Stefan Hase. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Raum hier, ein bisschen Platz. Auch schön gespielt auf Philipp Opitz. Ja, da war nichts. Tja, und Ronald Wiechmann da auf weiter Flur, fast ganz allein gewesen. Niederlein schön auf den Kopf von Schobby, der legt zurück auf Philipp Opitz, wird aber sofort attackiert hier und geht dann auch zu Boden. Erik Goldmann hatte also etwas zu viel Einsatz gezeigt, Freistoß, nichts Schlimmes. Fockbär zurück auf Niederlein. Und das ist ein Pass ins Nirvana hier. Trotzdem, die Fans vom DSC zufrieden. 2-0. Da noch jetzt gut 7 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen sind, glaube ich, können wir auch ganz zufrieden sein. Aber ich finde nicht, dass der KSV richtig schlecht gespielt hat. Die haben schon mehr Ballbesitz, aber spielen nicht zwingend genug. Ich denke, das liegt aber daran, weil einfach 5 wichtige Spieler aus der ersten Mannschaft heute einfach nicht dabei sein können. Ich hatte es euch kurz vor Spiel noch hier erzählt. Da ist wieder Fockbär. Und Schobot, eifrig mit dabei. Schobot ja auch vor dem Saisonstart noch ein paar Tage im Urlaub gewesen. Dann zurückgekommen in die Mannschaft zum ersten Spiel gegen Kuhnewalde. Und da bin ich ganz ehrlich und auch sehr deutlich, da hat er mich richtig enttäuscht. Er war zwar auf dem Platz, aber eigentlich nicht wirklich anwesend. Das sieht heute sehr viel besser aus, André. Und Fockbär etwas zu viel gezaubert da hinten. Oder da vorne, wie man es will. Einwurf für Königswarter. Robert Suchi wird das übernehmen. Und wieder gut dazwischen. Hanat. Mit großen Schritten zieht er zum Strafraum hin. Ja, gefällt mir richtig gut, der Gregor. Applaus hier auch von den Rängen. Einwurf, Nico Opitz. Ah, dann springt Hanat der Ball da leider vom Schlappen rüber. Schade. Tja, die letzten 5 Minuten laufen hier in der DSC-Arena im Hallensteier-Stadion. 2-0 führt der Sportclub in der zweiten Runde des Wernesgrüner Pokal Sachsen. Na, da können die Großen jetzt kommen. Philipp Opitz. Vielleicht rechts rüber spielen. Schobot steht mehr oder weniger frei, bekommt nicht den Ball. Jetzt im zweiten Versuch und dann nimmt er Maß. Und da wollte er in den langen Bereich des Tores spielen. Schade, hat er nicht den Ball voll getroffen. Mensch, das wäre aber auch ein Ding gewesen, Schobby. Schobot letzte Saison beim Spiel bei Südwest. Ich erinnere mich noch gut, da hat der DSC 6-2 gewonnen. 4-maliger Torschütze hintereinander. Also, das war schon ein Hattrick mit Stern.
Einwurf jetzt durch Martin Gruhle. Alles noch im Bereich des Mittelfelds. An der Mittellinie, da geht Niederlein sehr gut. Sofort wieder rein und ran. Und bekommt sogar auch den Freistoß. Niederlein ganz rüber auf Nico Fuchs. Spielt einen langen Ball. Chubby wurde weiter gerade in die Mitte beordert vom Trainer. Der war hier viel zu weit auf der rechten Außenbahn zu finden. Preisiger dazwischen mit Gregor Hanert jetzt. Klausen sie sich fast selber die Füße da kaputt, die beiden. Einwurf, aber wenigstens das letzte noch rausgeholt. In der Jugend übrigens hat die Pokaljahreszeit begonnen. Für die, die es interessiert, unsere A-Jugend hat heute im Landespokal gespielt. Leider nicht ganz erfolgreich. Ist aber auch schwierig da gewesen. 2-4 die Niederlage am Ende. Achtung, jetzt Stefan Hase mit der Chance. 3-0! Stefan Hase in der 44. Minute. Da hat er ein langes Bein gemacht und das Ding tatsächlich noch reingehauen. Schön. 3-0. Und das vor der Halbzeit noch. Und das, wo der etatmäßige Goalgetter Christian Heinrich wirklich Minuten vom Spiel erst ausgefallen ist. Klasse, Jungs. Liebe Fans vom KSV, seid nicht zu sehr enttäuscht. Der DSC ist einfach prima heute in der Chancenverwertung. Das ist nicht immer so. Heute gelingt das sehr gut. Und schon wieder ein Tor. 3-0 für den DSC. Torschützen Nummer 19. Lass mich meinen Gedanken zu Ende bringen, liebe Zuschauer, Zuhörer zu Hause. Die A-Jugend des DSC heute also 2-4 verloren. Ich habe es gesagt, die haben heute um 10.30 Uhr Anpfiff gehabt gegen die SG Weixdorf im Landespokal. Da haben sich unsere Jungs ja durch den Pokalsieg im Stadtpokal letzte Saison für qualifiziert. War kein so schlechtes Spiel, habe ich mir sagen lassen. Ich war nicht live dabei. Und heute auch noch unsere C-Junioren im Landespokal. Leider ausgeschieden bei der Spielvereinigung Dresden-Löbtau. Da gab es ein 1-2 nach Verlängerung. Aus Sicht des DSC. Alle anderen Ergebnisse von gestern will ich euch gleich in der zu Beginn der zweiten Hälfte verraten. Einwurf jetzt in der eigenen Hälfte vom KSV und ich denke, da wünscht man sich jetzt die Halbzeit herbei. So ist es und Schiedsrichter Daniel Modell hat Einsehen. 3-0 führt der Dresdner Sportclub hier im Heinz-Steyer-Stadion. Zur Halbzeit in der zweiten Runde des Wernesgrüner-Pokal Sachsen. Klasse! Also ich denke, liebe Fernsehzuschauer und liebe Radiohörer, ihr habt ein gutes Spiel bis jetzt erlebt. Unser Sportclub, der KSV, hält mit seinen Möglichkeiten dagegen. Aber man sieht ganz klar, hier fehlen 5 Mann aus der ersten Formation. Das ist dann irgendwann sicherlich auch nicht mehr zu verkraften. Ich denke, der DSC wird hier in der zweiten Halbzeit jetzt locker abspielen. Wir werden sicherlich die ein oder andere Einwechslung vornehmen. Da sitzen ja heute interessante Leute noch auf der Bank. Alexander Berthold, Moritz von Galen, wie gesagt, aus dem Urlaub zurück. Kann dann auch langsam rangeführt werden. Frank Rittner, Olaf Siratzki, Elias Hoffmann und Sascha Hofmann. Alles Männer, alles Jungs, die Fußball spielen können. Und das, da freuen wir uns drauf, wollen wir in der zweiten Hälfte sehen. Dann auch Boris Lucic, hier der Trainer vom DSC, am Mikrofon mit einer Analyse der ersten Halbzeit und sicherlich nur eine Vorausschau in der zweiten. Ja, wir genehmigen uns jetzt eine kurze Pause. Ich habe hier schon ein Bierchen hingestellt bekommen. Werde mal dran nippen, dass ich nicht gleich das Lallen anfange. Und ja, wir werden uns dann wiederhören, wenn ihr, sofern ihr dann mögt, zur zweiten Spielhälfte auf Dresden Fernsehen und im DSC Webradio. Bis gleich.
waren. Unsere F-Junioren haben gestern bei der Striesen 2 mit 7-3 verloren. Dafür aber unsere B-Junioren 4-0 gewonnen im Landespokal bei Liegau. Radeberg, ein 3-2 Niederlage gab es gegen Laubegast bei den D-Junioren. Und unsere E-Junioren haben 5-0 gewonnen bei Motor Trachenberge. So, Boris Lucic, ich darf wieder einmal bitten, dieses aufzusetzen. Der Trainer vom Dresdner Sportclub ist neben mir, Boris Lucic. Ich glaube, die erste Halbzeit ist mehr als Rehabilitation gewesen für die heftige Niederlage bei der Post, oder? Ja, was kann man Trainer sagen nach dieser Halbzeit? Alles umgesetzt, was wir uns versprochen in der Kabine. Das gibt es eine Phase nach 1-0, wo wir ein bisschen vielleicht zufrieden waren mit 1-0 und haben das Spiel auf die Kontrolle kurz gegeben, aber dann mit 2-0 haben wir wieder Selbstvertrauen geholt und dann läuft es wieder gut. Aber Gefahr ist immer noch da. Ja, auf jeden Fall. Man merkt aber trotzdem schon, dass Königswarter heute mit 5 Ausfällen zu kämpfen hat, oder? Die sind tatsächlich nicht ganz so kräftig dabei, ne? Ja, aber trotzdem, wir spielen schon ein Stück besser als die letzten 2 Wochen und ich denke schon, das liegt nicht, dass die 5 Mann fällt, das liegt, dass wir das Spiel unter Kontrolle bringen und dass wir spielerisch etwas zu bieten haben. Ja, vorletzte Frage, Boris Lucic. Was wird jetzt in der zweiten Halbzeit passieren? Wird jetzt ein Runtergespiele werden? Wird es jetzt so eine Art Trainingsspiel sein als Vorbereitung fürs nächste? Das Trainingsspiel, das kann nicht sein. Das ist Pokalspiel und wir suchen vierte Tor und dann werden wir vielleicht ein paar neue Spiele reinbringen. Frische, dass der noch dieses Tempo, hohe Tempo halten kann. Wäre meine letzte Frage gewesen. Aktuell also noch keine Einwechslung. Mit wem können wir vielleicht am ehesten noch rechnen? Das weiß ich nicht. Wir müssen sehen. Ich habe gesagt, wenn die Kraft nachlässt bei den paar Spielen, weil das ist richtige hohe Tempo gegangen von Anfang an. Und dann wechseln wir Position aus. Klasse. Boris Lucic, vielen, vielen Dank, auch danke, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Toi, toi, toi. Der Trainer vom Dresdner Sportclub, immer bei uns. Am Mikrofon beim DSC Webradio, also wirklich große Klasse. Das ist längst nicht gang und gäbe, auch nicht in den unteren Ligen. Also die Hörer vom Dresden, vom DSC Webradio haben es schon mitbekommen. Ich sage es jetzt auch vom Dresden Fernsehen, meine Güte, hier sind auch viele Medien heute. Ich habe meine Käppi abgegeben, deswegen, wenn meine Haare eben nicht so gut saßen, verzeiht mir das. Aber der Trainer, der Co-Trainer vom DSC, Enrico Rinke, ist kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit auf mich zugekommen, hat mich gefragt, Mensch, gibst du deine Käppi? Und wenn ihr jetzt mal André Kasischke anschaut, den Torhüter vom DSC, das machen wir gleich. Jetzt erstmal eine kleine halbe Torchance für den DSC. Der Torwart vom Dresdner SC, André Kasischke, trägt jetzt mein Käppi. Na, ich fühle mich geehrt, dass ich hier noch den DSC sogar jetzt mit Spielermaterial helfen kann. Da seht ihr es. Starkes Stück. Habe ich aber auch Glück gehabt. Ich sitze jetzt im Schatten hier. Eckball für den Dresdner SC. Von der rechten Seite. Philipp Opitz wieder. Ja, der Ball ist hinter die Torlinie gerutscht. Ja, ihr habt es vielleicht gehört. Auch das noch eine Information. Wir haben Einwechslung beim KSV. Markus Polan ist reingekommen mit der Nummer 3. Ich habe jetzt leider nicht im Blick gehabt, wer rausgegangen ist. Das kriegen wir sicherlich gleich noch raus. Also, Fakt ist, 3-0 steht's. Da jetzt die 48. Minute läuft. Die Fangemeinde des DSC lässt sich heute das leckere Pilz hier gut schmecken. Und auch jetzt schon wieder gute Aktion. Stefan Haase bringt den Ball wieder in den Strafraum. Schön vors Tor gespielt, aber etwas zu weit nach links. Sodass da Danilo Reiche dann auch die Kugel abfängt. Tja, was können sie noch machen? 3-0 liegen sie zurück hier. Stark, ich sag mal relativ stark ersatzgeschwächt. Haben sie noch eine Chance, hier vielleicht die Verlängerung zu erreichen? Und war da hinten jetzt der Heiko Kische am Ball? Ne? Habe ich es richtig gesehen mit der 15? Dann habe ich mich nämlich in der Einwechslung geirrt. Da sollte nämlich eigentlich der Polan reinkommen. Doch, der ist auch dabei. Okay. André Chabot. Ah, schön gedacht.
Gregor Hanert da zu bedienen, aber ein bisschen zu hart gespielt der Ball. Also Gewinnspiel habe ich vorhin angekündigt. Ich will euch das jetzt gerne mal diese Frage stellen. Die Frage, um eine Hörbuch-CD vom DSC Webradio zu gewinnen, im Wert von 5 Euro. Eine von dreien gibt es hier, ein Nachgang sozusagen, diese CD zur Aufstiegssaison des Dresdner Sportclub, eine Produktion vom DSC Webradio. Und die Frage ist ganz einfach, wie oft stand denn der Dresdner Sportclub bereits im Finale des Sachsenpokals? Also, wie oft stand der DSC schon im Finale des Sachsenpokals? Wer es weiß, schickt bitte eine E-Mail an radio@dresdner-sc.de. Einsendeschluss ist der kommende Mittwoch, der 12.09. Wer da bis abends um 23.59 Uhr mir noch eine E-Mail schickt, der ist zumindest mit im Rennen. Haben viele Leute, viele Menschen diese Frage richtig beantworten können, wird ausgelost. Ja, und das war den Fuß rübergehalten. Foul von Daniel Vogtberg, zu rechten Freistoß hier für den KSV. Foul an Ronald Wichmann. Also nochmal, wie oft stand der DSC im Finale des Sachsenpokal? E-Mail an mich, an radio@dresdner-sc.de. Zu gewinnen gibt es eine Hörbuch-CD zum Aufstieg, letzte Saison des Dresdner Sportclub, und Einsendeschluss ist der kommende Mittwoch. So, Freistoß für unsere Gäste. Keine Angst, liebe DSC-Fans, ich werde jetzt nicht rüberwandern und Fan werden des KSV, aber ich drücke denen schon die Daumen, dass die auch noch ein Tor schießen. Die haben sie verdient. Schön auch auf den langen Pfosten gespielt, auf den zweiten. Da hat André Kasischke nicht ganz so gut ausgesehen, auch mit meiner Käppi gerade nicht. Und dann geht der Ball ins Tor aus und es gibt sogar Eckball. 3:3, wenn ich mich nicht verzählt habe, nach Ecken jetzt. Eckball von der linken Seite. Kommt rein, gut auf den Elfmeterpunkt gespielt. Und dann ist da Alex Preissiger der Erste gewesen, der den Ball auf den Kopf bekam. Aber schlussendlich ein KSVer. Abstoß vom Tor von André Kasischke. Ja, vorm Spiel, ihr Lieben, das sage ich euch ganz ehrlich, war ich relativ angespannt, kribbelig. Gelingt dem DSC echter Einzug in die dritte Runde? Das war ja natürlich die Hauptfrage. Oder im KSV. Jetzt kann man das hier ganz entspannt gerade munter abspielen. 3:0 die Halbzeitführung. Damit hat ganz ehrlich aus unseren Reihen vom DSC keiner gerechnet. Wage ich jetzt mal zu behaupten. War ein ganz anderes Spiel als letzten Sonntag beim Post-SV. Als wir teilweise, na, ich will nicht sagen vorgeführt wurden, aber das war schon nicht so stark, was wir da machten. Jetzt Nico Opitz, der den Ball dann auch nicht unter Kontrolle bringt. Sebastian Grasse dort. Dann rübergespielt auf Goldmann. Verteilt nochmal weiter auf die linke Seite. Schussversuch jetzt aus. Gut. Na, 30 Meter. Geht einen Meter drüber. Ja, der DSC übrigens letzte Saison im Pokal nicht so wahnsinnig erfolgreich. Da waren wir alle ein bisschen traurig. Da hat man nämlich im Viertelfinale sehr schlecht gespielt bei der Eintracht Dobritz. Völlig verdient mit 2:1 verloren. Auch die Jahre davor nicht ganz so viel erreicht im Pokal. Also das wäre jetzt diese Saison schon mal wieder richtig viel, richtig klasse. Ich hatte es gesagt, der KSV letzte Saison in der zweiten Runde ausgeschieden gegen den FSV Neusalzer Spremberg. Da hat man auswärts 4:1 verloren. Und gegen den gleichen Gegner hat man diese Saison 7:1 gewonnen. So kann es gehen. Fehlpass, Nico Opitz dazwischen. Gregor Hanert wollte sofort weiterspielen auf Philipp Opitz, aber blind gespielt, hat nicht funktioniert. Und jetzt gibt es hier einen fahnenschwenkenden Assistenten. Sebastian Runge hat die Fahne geschwungen. Der Ball war nämlich im Seitenaus. Einwurf Nico Opitz.
Gestern noch Friedrichstädter Stadtteilfest hier übrigens. Wir sind ja im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt, für die, die es nicht wissen. Hatte der DSC eine schöne Torwand aufgebaut. Viel Spaß, glaube ich, dort auch gemacht. Einwurf. Jetzt Philipp Opitz läuft in den Strafraum. Jetzt Schussversuch von André Czobot, bleibt aber hängen. Da war die vielbeinige Abwehr halt zugange. Und jetzt einfach schön auf die rechte Seite rausgelegt auf Sebastian Grasse. Spielt dann doch nochmal zurück. Wer hätte schneller nach vorne gehen müssen? Ich wende mal den Blick so ein bisschen rüber vom Rasen auf die Tatanbahn hier. Da macht sich ein DSC-Spieler warm, das ist Sascha Hofmann, der dann wohl vermutlich bald kommen wird. Nico Opitz köpft in die Beine eines KSVlers. Und Markus Zillich da mit aller Routine. Ja gut, hat er einen Einwurf gegen sich bekommen jetzt. Der KSV versucht's. Mit Ron Schuster jetzt. Oder ein Eckball raus. Kein Eckball, nee, ich hab's so gesehen. Abstoß. Minute läuft. 3-0 führt der DSC hier durch Tore von Niederlein, Czobot und Hase. Locker flockig vom Hocker. Das sieht gut aus. Auch die Fans sehen das, glaube ich, so. Die Pauke wird nochmal rausgeholt. Nico Fuchs, der hat den Ball da einmal aufspringen lassen. Das ist immer wieder gefährlich. Und dann hat er den Ball natürlich im zweiten Versuch nicht mehr ganz unter Kontrolle gekriegt. Er hüpft ihn dann vom Schuh ins zweiten aus. Sodass der KSV kurz im Ballbesitz war. Einwurf Philipp Opitz. Preissieger ganz rüber auf die rechte Seite, fast an die Eckfahne da gedacht. Nochmal zurückgelegt. Ball in den Strafraum rein, dann kämpft jetzt Hanert um den Ball, bekommt ihn noch vor der Torauslinie, schön in den 5-Meter-Raum gespielt. Aber leider nicht reingesenkt. DSC bleibt am Ballbesitz mit Nico Opitz, wird hart attackiert, sofort von Ronald Wiechmann, bekommt jetzt auch einen Freistoß. Niederlein die Linie entlang gespielt. Klasse gemacht. Läuft jetzt bis zur Eckfahne da der DSC-Spieler. Ich glaube, das war Hase. Bringt den Ball in den 5-Meter-Raum. Und dann noch einmal der Schussversuch. Aber weit am Ball, am Tor vorbei. War da noch ein KSV dran? Dann gibt es sogar den Eckball für den DSC, der vierte. Also, Einwechslung wird es gleich geben hier beim DSC. Sascha Hofmann steht bereit, macht sich immer noch ein bisschen warm. Auch Moritz von Galen ist bereits versorgt mit einem Trikot, wird dann wohl auch gleich reinkommen. Eckball aber für den DSC. Schön vors Tor gespielt, genau auf den Kopf eines Königswarters. Noch einmal und dann verpasst der DSC-Spieler dort. André Czobot. Na, meine Vermutung, Moritz von Galen wird für Zillich reinkommen, Sascha Hofmann für Philipp Opitz, sage ich jetzt mal. Das wären eigentlich die logischen Konsequenzen. Wieder ein langer Ball hier, versucht auf Alex Preissieger zu spielen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Ein- bzw. Auswechslung. Gucken wir mal, wie sich Boris Lucic dort entschieden hat. Moritz von Galen hier, der Lange mit der Nummer 5. Also Philipp Opitz bleibt tatsächlich nicht auf dem Feld und Nico Fuchs geht auch raus. Da war ich ja schon mal zu 50% dran. Moritz von Galen, zu dem will ich noch was sagen. Er hat nicht nur das Tor per Kopf gemacht zum 1:1 gegen Laubegast,
sondern der ist 22 Jahre alt, kommt vom Eisenbahner SV, letzte Saison 8 Spiele dort gemacht, ein Tor geschossen. Davor war beim FSV Babelsberg, ganz starker Mann bei Standardsituationen. Da einmal vorne mit zu finden und hinten sicherlich auch eine richtig gute Verstärkung. Sascha Hofmann, Talent aus der eigenen Jugend, wird immer mehr in die erste Mannschaft, in die erste Herrenmannschaft rangeführt. Hat sich letzte Saison toll entwickelt. Abstoß von Danilo Reiche. Der Ball kommt gerade mal so bis auf die Mittellinie, auf den Kopf von Alex Preissiger. Nico Opitz setzt danach, Gregor Hanert. Ja, und da war Chobby in der Nähe und da mussten sie aufpassen, aber Martin Gruhle und Torhüter Reiche haben es gemeinsam gut gemeistert. Wieder Nico Opitz, schön die Situation erkannt, Ball weitergespielt auf Gregor Hanert hier auf der linken Seite, aber das hat dann der KSVer gut geklärt, indem er den Hanert angeschossen hat und sich damit einen Abstoß sichert. Bleibt also beim 3-0, 61 Minuten jetzt gespielt hier im Hein-Steyer-Stadion in unserer schönen Stadionruine und eine glasklare Führung für den Dresdner Sportclub. Auch das weiß nicht jeder. Zweimal deutscher Meister, zweimal deutscher Pokalsieger. Alles noch zu Zeiten, ja, im Zweiten Weltkrieg damals. Wird immer gerne vergessen. Aber hier ist ein richtiger Traditionsverein gerade am Werk. Und deswegen nochmal die Frage an euch. Wie oft war denn jetzt der DSC eigentlich schon mal im Finale des Sachsenpokals? Machen wir ein kleines Gewinnspiel draus, ne? Eine von drei Hörbuch-CDs könnt ihr gewinnen. Einfach eine E-Mail, wer es weiß, an mich, an radio@dresdner-sc.de. Ja, ihr hört oder schaut die Übertragung heute live im Stream von Dresden Fernsehen oder als Aufzeichnung bei 8 Sport. Dazu ist live heute auf dem Stream das DSC Webradio. Vielen Dank auch an Sachsen Fernsehen, dass wir das machen dürfen. Wir sind das Fanradio von Dresdner Sportclub, übertragen alle Spiele live komplett und natürlich kostenlos für euch. Auch per Telefon hörbar, also ihr müsst nicht mal Internet dafür haben. Geht einfach mal auf unsere Internetseite radio.dresdner-sc.de. Und unsere Spiele werden auch alle mitgeschnitten von Matthias, der das Fan-TV hier bei uns betreut. Also alle Spiele im Nachgang auch nochmal zu sehen, egal ob Liga oder Pokal. Da haben wir uns die Genehmigung für geholt. Dort einfach www.fan-tv, dscfan-tv, Entschuldigung.de. Der DSC ist wieder am Drücker mit Gregor Hanert, hat den Ball noch vor der Torauslinie gesichert, aber dann leider ein ungenaues Zuspiel. Und unsere Gäste können sich erstmal wieder befreien. Zu ungenau, einfach zu ungenau, da sollte der Ball hier auf Sebastian Grasse kommen, aber diese Überbrückungsbälle, die eigentlich gut gedacht sind, so diagonal gespielt, schön weit, schön hoch über viele Feld- und Gegenspieler. Die kommen einfach nicht an, der DSC macht aber aktuell auch nichts aus diesen Fehlpässen. Philipp Opitz fehlt jetzt natürlich vorne, der hat sich mit André Czobotz richtig gut ja verstanden heute. Viele Bälle im Doppelpass auch teilweise gespielt. Na Freunde, kommt. 25 Minuten rund haben wir noch.
Jetzt sehen wir Moritz von Gallen hier im Zweikampf mit Ronald Wiechmann. Von Gallen auf Nico Opitz. Ja, kann man pfeifen, bin ich auch der Meinung. Nichts Schlimmes, aber ein Foul von Sebastian Grasse, Freistoß zurecht. Da liegt da unser Nico. Hat eine tragende Rolle übernommen jetzt in unserem Team, finde ich. Links die Außenbahn. Gut zumachend. Niederlein. Auch mit vollen Herzen DSR. Ja, und da setzt sich unser André Choppert durch, bringt den Ball in den Strafraum, aber leider direkt aufs Tor gespielt auf Daniele Reiche. Da war der Gregor Hahn, hat sonst schon wieder einschussbereit. Wieder Moritz von Gallen. Schön, Fockberg. Gregor Hanert setzt sich da gegen mehrere durch. Fantastisch, immer noch. Und dann wird er, dann fällt er auf jeden Fall zu Boden. Gregor Hanert auch neu zum DSC gekommen von der SG Groß Gaglo. Ist dort Kreismeister und Pokalsieger geworden. Auch noch ganz jung, 21 Jahre erst alt. Also da haben wir hier beim DSC richtig viele junge, talentierte Spieler bekommen. Daran beteiligt natürlich unser Sportdirektor Stefan Steglich, der, ich finde, sehr gute Arbeit leistet hier. Ja, interessantes Duell hier mit Sebastian Grasse jetzt. So, ihr Lieben, zu Hause an den Radio- und Fernsehempfangsgeräten. Die nächste Einwechslung beim DSC. Elias Hoffmann wird reinkommen und raus geht dann tatsächlich jetzt Gregor Hanert. Tolles Spiel gemacht, ganz viel Applaus auch von meiner Seite. Neuer Spiel auf dem Platz mit Nummer 10, Elias Hoffmann. Elias Hoffmann auch neu erst beim DSC, auch 21, wo ich schon das Thema sagte, jung beim DSC, klasse, super durchgesetzt nochmal, jetzt der Ball schön in den 5-Meter-Raum, aber wieder direkt aufs Tor gespielt und im Nachfassen hat dann Daniel Reiche die Kugel. Elias Hoffmann, wie gesagt, neu zum DSC gekommen, kam vom SV Wacker 09 Cottbus Ströbitz aus der Landesliga. Der weiß also, wie das ist, höherklassig zu spielen. Oh je, jetzt träumen aber die Fans vom DSC hier vom Pokalfinale. Ist nur ein weiter Weg, ganz weiter Weg. Und da warten jetzt wirklich die ganz, ganz, ganz Großen. Ganz Großen, also ich muss mich da echt wiederholen. Denn Freilose gab es ja bis in diese Liga, in diese Runde, jede Menge. Also ein Spiel hier gegen Rasenballsport Leipzig oder FSV Zwickau oder Chemnitzer FC, um jetzt wirklich nur mal die drei zu nennen, wäre schon klasse. Der DSC wieder mit Nico Opitz, ja, da ist ihm der Ball zu weit vom Fuß gesprungen. Achtung, gute Situation hier. Diego Sende und Eckball für den KSV. Da sind sie gut im Rennen. Da steht es, wenn ich mich jetzt wirklich nicht verzählt oder verrechnet habe, hier 4-4. Aber ergebnismäßig 3-0 für den DSC noch immer. Eckball jetzt von der rechten Seite durch Erik Goldmann. Schön auf den Elfmeterpunkt und da ist der Ball im Tor. Ja, fantastisch gemacht. Das haben sie verdient. Das war ein guter Eckball. Genau auf den Elfmeterpunkt und rein. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das Ronald Wiechmann. Wieder einmal. Weiter, weiter! Spielstand zwischen dem nächsten Mal mit dem Königsbau.
So, wenn ich mich hier dann noch nicht verrechnet habe. 69. Minute. Das 3:1 also. Also letzte Saison hier hatten wir ein ganz spannendes Spiel gegen den damaligen Tabellenführer Blau-Weiß Schachwitz. Da haben wir nach 20 Minuten 4:0 geführt. Achtung, schöne Situation und dann schießt er auch sofort aufs Tor, der Sascha Hofmann, Außennetz. War aber gut gemacht, warum denn nicht? Hat er sich den kurzen Pfosten ausgesucht. Kann auch mal reingehen, ne? Das war unser Sascha, von dem wir ja auch noch Großes erwarten. Nee, letzte Saison 4:0, wie gesagt, nach 20 Minuten gegen Schachwitz und sind auch so in die Halbzeit gegangen. Alle haben gedacht, Mensch, lockeres 6:0, 7:1 am Ende, klasse, haben sich eine schöne Wurst geholt. Und in der letzten Sekunde des Spiels haben wir den Ausgleich verhindert auf der Linie. Meine Güte. Vielleicht ist hier ja noch was für den KSV zu erwarten. Ja, das hat Markus Zillig wieder routiniert gemacht. Geht da gar nicht erst richtig zum Ball, deckt einfach nur den Gegenspieler ab. Und dann Moritz von Galen in zweiter Linie. Klasse gemacht auch. Bleibt Hofmann hängen. Nico Opitz holt sich die Kugel zurück, will dann wieder Sascha Hofmann bedienen. Hat alles nicht funktioniert, aber trotzdem im Ansatz schön. Guter Einsatz hier von Nico. Sensationell. Daniel Vogtberg. Langer Ball im Seitenaus leider jetzt von Niederlein. Königswartha übrigens am nächsten Samstag erwarten sie die Dresdner Jungs von FV Dresden 06 Laubegas. Anpfiff um 15 Uhr am Samstag. Beim DSC, ich habe es euch gesagt, war eigentlich vorgesehen, am dritten Spieltag jetzt gegen den FSV Oderwitz 02 hier im Hein-Steyer-Stadion zu spielen. Das Stadion ist nun leider aber besetzt, auch Nebenplätze gibt es hier nicht. Am kommenden Montag entscheidet sich genau, was passiert. Ob denn vielleicht sogar gedreht wird, das Heimrecht erst einmal getauscht. Am Montag, wie gesagt, die Entscheidung kriegt ihr auch über die Radioseite von uns mit, vom DSC Webradio. Alex Preissiger da. Also geändert haben die Einwechslungen nichts an der taktischen Ausrichtung des DSC. Wir spielen, wenn ich das richtig sehe, immer noch ein 3-4-3. Allerdings mit zwei hängenden Spitzen. Chobby im Prinzip die einzige Spitze. Lasst euch nicht täuschen übrigens, ihr schaut heute nicht American Football, auch wenn unser Rasen so aussieht, ne? Die Fans singen jetzt erstmal. Bringen sich in Stimmung, klasse. Roy ist da wieder unser Einheizer. Wenn auch ein Spielfeld weniger passiert, dann, ne, dann kommen die Fans. So muss das sein. Bringt Spaß. Oh, Rico Niederlein mit ganzem Einsatz da. Hat er sich aber aufgestützt. Ja, ja, sagt Schiedsrichter.
Daniel Modell zumindest. Freistoß direkt aus dem Mittelfeld jetzt. Fast zentrale Position, leicht nach links versetzt für die Radiozuhörer. Ball kommt bis an unseren Strafraum ran, dann geht ein KSVer zu Boden. Moritz von Galen hat da wohl ein kleines bisschen gedrückt, aber ich glaube nicht, dass es elfmeterreif war. Hase im Zweikampf jetzt und wieder Freistoß für den KSV. Also ein kleines bisschen ist der Faden gerissen. Das hat, denke ich, damit zu tun, dass Philipp Opitz nicht mehr mit dabei ist. Denn wie gesagt, der war prima im Zusammenspiel hier mit André Czobot. Freistoß. Kommt in den Strafraum, dann erstmal wieder rausgespielt. Sind wir gerade zu weit weg auch vom Gegenspieler immer. Jetzt hier schöner Ball auf Heiko Kiesche. Aber Moritz von Galen klärt das wirklich schon richtig routiniert. Und das machen sie richtig. Da haben sie nicht sofort den Ball nach vorne gespielt, sondern halten erstmal die Kugel in den eigenen Reihen. Alex Preissiger allerdings mit dem Versuch da an die Spitze zu spielen. Wie sagt man so schön, Pass in den freien Raum, aber der war dann wirklich frei. 3-0! Viertelstunde haben wir noch zu spielen, ihr Lieben. 3-0 sage ich. 3-1 steht es natürlich. Das eine Tor von Ronald Wichmann in der 69. wollen wir dann nicht unter den Tisch fallen lassen. Also, 15 Minuten noch. Und jetzt wollen wir doch noch vielleicht mal die eine oder andere Torchance sehen. Vielleicht ja jetzt schon mit Sascha Hofmann. Alex Preissiger sucht den Zweikampf. Will dann wieder Sascha Hofmann bedienen dort. Aber da hat der neu eingewechselte Markus Polan gut aufgepasst. Einwurf. Gut, also schöne Freistoßsituation jetzt für den Dresdner Sportclub. Über den Daumen würde ich sagen, so 25 Meter Torentfernung. Na, ist ein Tick mehr sogar noch, 30 Meter. Nicht ganz zentral, etwas nach links versetzt. Nico Opitz läuft über den Ball, dann links rausgespielt. Preissiger bringt den Ball vor das Tor, aber kein Abnehmer. Na, endlich mal wieder eine schöne Situation jetzt. Also, ich lege mich fest, ein Tor sehen wir hier noch. Niederlein gut mitgearbeitet, gar nicht erst die Chance von KSV entstehen lassen. Nico Opitz wieder schön rübergespielt hier auf Daniel Vogtberg. Legt sich den Ball auf rechts, bringt dann die Flanke, aber ihr habt es gesehen, wahrscheinlich ist rechts am Tor vorbei. Nächste Pokalrunde, die dritte Runde im Wernesgrüner Pokal Sachsen, übrigens am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Ist ein Mittwoch, wer es nicht weiß. Ist immer Mittwoch. Hätte ich fast gesagt. Ja, und da können die Großen kommen. Oder wir fahren zum Großen. Schauen wir mal. Da hat Markus Polan schon beim Versuch, den Ball nach vorne zu tragen, etwas Mühe gehabt. Auch Goldmann wurde sofort attackiert und jetzt haben wir hier eine Abseitsposition von Ronald Wichmann. Abseitsposition, etwas, womit man beim DSC erst seit dieser Saison etwas mehr arbeitet.
Markus Zellig. Hat die Höhen und Tiefen beim DSC alle schon miterlebt. Jetzt wieder mit einem sehr langen Ball auf die rechte Seite. Na, kriegt er ihn noch? Nein, erstmal Klärung vom KSV. Einwurf aber wenigstens für den Sportclub. Jetzt alle, zu Hause auch bitte. Na, haben wir da doch noch den Ball zurückerobert und dann holen wir uns einen Freistoß. Na, gibt's eine gelbe? Keine Karte, nee. Ich weiß nicht, ob Herr Modell heute die Karten zu Hause gelassen hat. Hat er ihm wahrscheinlich gerade gesagt, dem Sportkameraden von Königswartha. Pass auf, lieber Sportkamerad, ich habe die Karten heute zu Hause gelassen. Deswegen beim nächsten Mal, nee, jetzt zübbelt er dann doch darum und der DSC-Spieler Stefan Hase kriegt die Gelbe. Das ist doch wieder super. Heute für die... die vielleicht auch gern mal herkommen wollen. Das ist angenehm hier im Heinz-Steyer-Stadion am Dresdner SC. Wir sind immer so aktuell knapp an den 200. Beim Spiel gegen Laubegast waren es, wenn ich mich nicht irre, 190. So, Freistoß. Kommt in den Strafraum auf den ersten Pfosten, aber auch etwas zu tief gespielt, genau auf den Kopf eines KSVers, der erstmal klären kann. Dann setzen wir da gut nach, ja, sodass sich der KSV auch nicht richtig befreien kann. Elias Hoffmann spielt dann mal auf sicher zurück. Ich hatte es euch vorhin gesagt, André Kasischke nicht ganz so ballsicher. Jedes Jahr zum Pokalfinale, als Zuschauer bislang. Nico Opitz verliert jetzt den Ball an Sebastian Grasser. Schön weitergespielt. Ronald Wichmann im Flankenduell hier mit Zillig bringt die Flanke in den Strafraum. Haben wir Mühe. Kasischke klärt dann auch erstmal wieder nur zu einem Königswarter. Oha. Und Hase, eben gerade die Gelbe gekriegt, mit solchen Forschungsmitteln reingegangen. War ein Foul von Nico Opitz, wenn auch klein und der Königswarter blieb ja am Ball, aber trotzdem musste man das pfeifen, das denke ich auch. Martin Falland läuft jetzt hinter dem Ball hinterher. Und Preisiger. Diesen Platz, den er sonst in der Stadtoberliga letzte Saison hatte, den hat er hier nicht mehr ganz so viel. Er hatte da immer Zeit, sich die Gegner, die Mitspieler besser gesagt, auszusuchen und schöne Pässe zu schlagen. Das fehlt hier in der siebten Liga. Und Schwierigkeiten bei der Ballannahme. Moritz van Galen sofort weitergespielt auf Alex Preisiger. Einmal gedreht. Sascha Hofmann bietet sich an, kriegt aber nicht den Ball. Stattdessen Chobot. Jetzt nochmal Alex Preisiger. Nee, war ja nett gedacht. Aber die Umsetzung hat dann nicht wirklich funktioniert. Vielleicht wäre der erste Ball auf Hofmann da besser gewesen.
Das sage ich hier so schön, ne? Aber wer denn ab und zu mal FIFA spielt, da hat man den Blick. Wieder Moritz van Gaal. Diesmal ein bisschen weiter nach vorne, am Spielaufbau sogar beteiligt. Links rausgelegt. Chobot auf Hofmann. Läuft bis zur Torauslinie. Schön. Und dann kommt da Moritz van Gaal doch nicht mehr ran. Nochmal zurückgelegt. Jetzt die Schussmöglichkeit, dachte ich zumindest. Und dann klären sie doch. Und das gibt, wenn ich es richtig gesehen habe, den 5. Eckball für den Dresdner Sportclub. 5 Minuten noch zu spielen hier am Hallensteier-Stadion in unserer wunderschönen Stadionruine. Diese Fangesänge übrigens, die findet ihr auf der Hörbuch-CD, die es zu gewinnen gibt, dann auch. Fast wie Stadionatmosphäre dann. Also, Eckball von links. Durch Preissiger. Kommt ein bisschen zu nah vors Tor. Trotzdem hat er Danilo Reiche Mühe gehabt. Jetzt der DSC nochmal. Schussversuch. Und das hat er gut gemacht. Ja, das Stefan Hase, jawohl. Der nächste Eckball. Aber jetzt ein Mini-Übergewicht. Gerade er spielt nochmal das gleiche Spiel. Alex Preissiger wieder. Mensch, Jungs, mach nur einen rein. Ich habe mich da festgelegt vorhin. Kommt, diesmal hat lang gespielt. Oh, und direkt abgenommen. Ja, kann man probieren, ist okay. André Chobot hat mir gut gefallen heute. Kann ich wirklich so sagen, überhaupt. Kein wirklicher Ausfall heute beim DSC, fand ich. Also ganz besonders rausheben, glaube ich, muss man heute wirklich Gregor Hannert, der für mich richtig gut gespielt hat. André Chobot mit einer sehr ansprechenden Leistung. Nico Opitz ganz oft am Ball, auch Rico Niederlein hinten wieder mit einer sehr, sehr aufmerksamen Leistung. Und Moritz van Gaal neu reingekommen. Ich glaube, von dem hinten in der Abwehr ist ganz, ganz viel noch zu erwarten. Also Boris Lucic, der Trainer Fuchs vom DSC, der hat da schon eine tolle Truppe zusammen. Das müssen sie jetzt aber auch zeigen. Nach 2 Spielen 1 Punkt. Da haben wir Boris Lucic rechts im Bild, links der Co-Trainer Enrico Rinke. Gutes Gespann. Tauschen sich auch während der Spiele immer sehr viel aus. Alex Preissiger holt sich die Kugel. Lang gespielt, schön. Sofort abgelegt von Chobby. Bietet sich Chobby wieder in der Spitze an. Und das war super gemacht bis dahin. Bis zur Annahme des Balles. Perfekt gespielt. Aber dann der Schuss, nun gut. War da noch einer vom KSV dran? Dann gibt es einen Eckball. Okay, wenn jetzt keiner den Ball holt, dann werden wir hier noch locker ein bisschen Zeit überbrücken müssen. Das machen die Fans mit Schlüsselklingeln. Ja, da hat sich jemand gefunden, der den Ball holt. Ein kleiner Mann ist da aktiv für uns und wird das Spielgerät jetzt wieder zurückbringen, oder? Ist er am Ball vorbeigelaufen? Da ist er doch, genau. Jetzt aber. So, dann aber weiter. Die letzten 2 Minuten. 3:1 führt der Dresdner Sportclub und damit wartet in der 3. Runde der nicht nur nächste Gegner, sondern einer der ganz Großen vielleicht. Schöner Kopfball von Niederlein nochmal. Hat ja schon ein Tor gemacht hier. Damit begann der Torreigen. 1:0 in der 10. Minute durch Rico. Dann André Chobot
in der 35. und Stefan Hase in der 44. Und der Anschlusstreffer von Ronald Wiechmann, 69. absolut verdient, finde ich. Die haben ja wirklich gut gespielt und gut gekämpft zumindest. Und wie gesagt, mit sehr vielen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Absolut in Ordnung. Moritz van Galen, wollte ich sagen, Sascha Hofmann besser gesagt, jetzt am Ball. Setzt er sich nicht richtig durch. Hat auch noch jetzt sein erstes Spiel erst in dieser Saison gemacht. Noch nicht ganz dabei. Schön gemacht von Alex mit dem Ball unter der Fußsohle einmal. Dann langer Ball auf Jobby. Schießt wieder sofort aufs Tor. Ja, klasse. Also André, auch wenn der drüber ging, aber schön gespielt. Und Daniel Modell, der Schiedsrichter aus Strawalde, pfeift ab. Der DSC gewinnt nach exakt 90 Minuten hier mit 3:1 vor 196 Zuschauern. Ich bin höchst zufrieden. Ich glaube, da sind die Fans auch. Und wir werden hier gleich noch eine jubelnde Mannschaft erleben. Wir beim DSC feiern ja immer gerne. Und werden auch eine Mannschaftswelle hoffentlich gleich erleben. Und, das sage ich euch an den Fernseh- und Radioempfangsgeräten auch, wir wollen auch noch ein, zwei Spielerchen zumindest ranholen. Das ist auch schon Kult geworden, dass wir hier mit einem Spieler zumindest mal sprechen. Und nur mal kurz, wenn es einige Fragen loswerden zum Spiel. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Wer wartet in der dritten Pokalrunde im Wernesgrüner Pokal Sachsen? Das kribbelt. Sachsenfernsehen wird die Auslosung ja live übertragen. Und so viele Dresdner Vereine sind dann auch nie mehr dabei. Borea Dresden heute gegen Borussia Bautzen. Ich habe leider kein Ergebnis für euch aktuell. Die spielen halt zeitgleich. Genau wie Weixdorf gegen Hoyerswerda. Kommt also wahrscheinlich eine Mannschaft, die nicht mehr aus dem Dresdner Raum kommt. Alles Gute den Jungs von Königswarter SV. Wir sehen uns dann bald wieder in der Liga. Ich habe es nicht genau in Erinnerung. Ich glaube, am 9. Spieltag oder so spielen wir hier im Rhein-Steier-Stadion wieder gegeneinander. So, und dann wollen wir nochmal schauen. Jetzt kriegen wir eine Käppi wieder. Na, sehr schön. André hat Glück gebracht. Klasse, gutes Spiel. Dankeschön. So, die lassen wir trotzdem noch mal liegen hier und dann wollen wir noch mal gucken, wie wir uns noch mal ranholen. Ich lege ganz kurz mal das Mikro aus der Hand, bin gleich wieder da. Bitte. Wir wollen die Mannschaft sehen. Gregor Hanert hier neben mir. Gregor, ja. Erstmal Gratulation. Dankeschön, Dankeschön. Der Dresdner SC ist auch dank deiner starken Leistung heute in die dritte Runde des Wernesgrüner Pokal Sachsen eingezogen. Geil, oder? Absolut geil, gerade nach letzter Woche. Wir hatten einiges gut zu machen und da tut so ein Sieg natürlich absolut gut. Ja, ne? Das letzte Wochenende bei der Post war versaut, 1:5, völlig zu Recht auch verloren, vielleicht ein Tor zu hoch. Sicherlich zu hoch, ja, aber wir haben einfach zu viele einfache Fehler gemacht, gerade hinten und da ja, mussten wir heute einfach wieder was gut machen. Die Rehabilitation ist mehr als gelungen. Ganz genau. Der Gegner hat euch so ein bisschen aber auch geholfen dabei, oder? Ja, bedingt, sage ich mal. Also ich sage mal, wir haben viel Laufarbeit verrichtet, gerade vorne und auch defensiv und wir haben sie nicht so richtig ins Spiel kommen lassen und ich denke, das war auch der Schlüssel zum Erfolg dann letztendlich. Ja, ich finde, du hast ein ausgesprochen gutes Spiel gemacht. Gratulation auch dazu. Dankeschön. Boris Lucic, unser Trainer Fuchs, hat dich heute viel weiter vorne aufgestellt, oder? Korrekt, ja. Er hat mir ein bisschen mehr Freiheiten gegeben, gerade offensiv. Hat mir sichtlich gut getan, ja. Und ich tue mich immer halt schwer noch ein bisschen mit mir selbst, da bin ich, denke ich, mein größter Kritiker. Ich denke, ich kann noch viel mehr und ja, ich versuche das in den nächsten Spielen noch ein bisschen mehr zu zeigen. Gregor, auf dieses wünsche ich dir auf jeden Fall. Ein Dankeschön. Tolles Spiel heute, weiter danke, danke. So. Toi, toi, toi. Und auch nochmal ein Lob an die Fans, nicht? Ja, und ne? Jetzt geht's feiern. Genau, jetzt schnell damit zu, wir wollen dich mit bei der Mannschaftswelle sehen, ne?
Ja, liebe Fans zu Hause an den Radioempfangsgeräten und am Fernsehgerät, schaut das nochmal bitte mit an. Das ist immer wieder ein Erlebnis hier beim Dresdner SC. Ufta. Also, wen wünschen wir uns als nächstes? Das ist auch nochmal eine Frage, die ich gerne einem Spieler vom DSC stellen möchte. Und da kommt auch schon der Nico Opitz, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Den nehmen wir noch. Und dann wollen wir uns so langsam verabschieden. Nico, ich gratuliere dir zum tollen Spiel. Setz das bitte mal auf, dann hörst du dich auch viel besser. Also, Gratulation nicht nur zum guten Spiel, sondern zum Einzug in die dritte Pokalrunde des Werdenitz Grüner Pokal Sachsen. Was sagst du dazu? Super. Einer der schönsten Erfolge überhaupt, glaube ich, oder? Ja, ich denke, das ist immer gut, wenn man im Pokal eine Runde weiterkommt. Heute muss man sagen, war es dem Spielverlauf zu urteilen dann schon Pflichtprogramm. Also der Gegner war nie so stark, wie wir jetzt in der letzten Zeit doch gemerkt haben, dass es hier anders zur Sache geht. Und von daher bin ich der Meinung, haben wir ein gutes Spiel abgeliefert und sind verdient weitergekommen. Müssen uns aber trotzdem noch straffen und sollten jetzt mal nie zu sehr in Feierlaune verfallen. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem und wir wollen auch die nächste Runde dann so bestreiten, dass wir Tippel-Tappel-Tor aufs Finale zu marschieren. Aufs Pokalfinale, haben die Fans ja schon gesungen. Gut, wir wollen nicht übertreiben. Nico, wen wünschst du dir vielleicht denn für die dritte Runde? Da könnten jetzt die ganz Großen so langsam aber sicher kommen, ne? Ja, so ein ganz Großer, egal wer das ist, wäre schon mal eine Aufgabe, um auch zu sehen, was steckt in der Mannschaft drin. Und ich denke, das macht jedem Spaß, an seine Grenzen dann zu gehen und so richtig gekitzelt zu werden und zu wissen, jetzt muss man 100% geben, jetzt kann man auch beweisen, dass man eben doch auch noch besser ist als vielleicht jemand, der eine Liga höher spielt und wenn es nur in dem Spiel ist, aber das wäre schon eine richtige Nummer und für die Fans toll, für uns toll, jeder Gegner ist hier willkommen, als Heimspiel natürlich. Ja, das wäre schön, wenn es wieder ein Heimspiel gibt, na klar, und vielleicht ja wieder mit dem Fernsehen auch dabei, immer eine gute Sache. Der DSC an sich sollte natürlich Augenmerk legen auf die Liga, da haben wir einen Punkt nach zwei Spielen, das ist noch ausbaufähig, sage ich mal. Jetzt geht es hoffentlich dann zum ersten Dreier, oder? Ja, ich denke, das wird sich entwickeln, wir sind gut im Training dabei. Mal abgesehen von mir, aber... aber trotzdem gut gespielt. Aber wie machst du das dann, Nico? Es ist schon sehr gut, die Trainingsbeteiligung, es sind immer viele Leute da. Wir haben dreimal die Woche Training. Wir sind sicherlich auch neu formiert oder haben uns neu formiert und das wird sich dann entwickeln. Wir werden noch mehr zusammenwachsen und dann auch die Leistung bringen und nicht wie am letzten Wochenende dann eben ein schlechtes Spiel abliefern und ja, dort die Punkte liegen lassen. Nee, wir werden unsere Punkte holen und bessere Spiele anbieten, bin ich mir sicher. Geil. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich wünsche dir eine tolle Feier heute. Vielleicht machst du mit mir auch noch ein Bierchen trinken. Ja, klar, wir sehen uns gerne. Gleich. Ja, Nico? Okay. Dankeschön. Ja, danke auch. Gut, und das war die Übertragung hier im Dresden Fernsehen. Schön, dass ihr dabei wart. Hier live aus dem Dresdner Heinz-Steyer-Stadion. Und ja, vielleicht dürfen wir dann ja die dritte Runde hier wieder übertragen. Das wäre doch eine ganz, ganz geniale Sache. Mal gucken, wer uns da ausgelost wird. Wir freuen uns, egal auf wen, kann kommen, wer will. Dankeschön auch für die Zusammenarbeit, dass wir hier vom DSC Webradio, vom Fanradio des Dresdner SC so fleißig mitarbeiten durften. Wir freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Denkt ans Gewinnspiel, das ist auch noch eine ganz wichtige Info. Und dann hoffentlich bis bald, bleibt gesund und denkt immer an eines, nur der DSC. Ciao.